Hallo und herzlich willkommen zur 15. Foscon. Wir sind hier im digitalen HS4 und mein nächster Gast ist Harald König, der über Gebäudemonitoring, Temperatur, Klima und Raumbelegung unterhalten wird. Die Frage ist, er hat vorgeschlagen, dass alle Mikros offen sind. Ich werde jetzt alle Mikros anschalten. Für diejenigen, die ihr Mikro nicht anstellen möchten, ist das gar kein Problem. Dafür gibt es den Chat. Und die Mikrofone sind jetzt freigegeben. Dann wünsche ich dir, Harald, viel Spaß. So, dankeschön. Bitte so, schön. Und auch ein Hallo von meiner Seite. Diesmal ja nicht aus dem Hörsaal 4, sondern direkt aus Berlin, aus meinem Homeoffice. Gerade mal gucken. Ja. Und immer wenn ich mit der Maus weggehe, dann verschwindet leider auch mein Acrobat-Browser. Ja, ich möchte heute ein bisschen erzählen, was ich so nebenher bei uns in der Firma als kleines Hobbyprojekt getrieben habe. Ich habe das mal genannt Smart Home, einmal anders. Ich war heute leider den ganzen Tag ziemlich verhindert, habe aber gesehen, gerade vor einer Stunde lief von Michael Kleinhens ein toller Vortrag im HS1 über Home Smart Home Office. Ein bisschen Überblick, ganz viel Zeug weggehen, da so langsam durch, was Smart Home für mich diesmal nicht ist, weil das alles ein bisschen anders tickt und dann, wie man zu Funksensoren und sonst was kommt und was wir damit in der Firma so angestellt haben. Die Folie habe ich schon ganz oft gezeigt, ist immer das gleiche. Ich habe schon ganz lange mit Rechnern gespielt, 92 mit Linux angefangen, ganz viel mit Grafikkarte gespielt und seit 2014 bin ich nun bei der Bosch SensorTech in Reutlingen und mache da Softwareentwicklung für Hardware, für Laserprojektoren und andere lustige Dinge. Das, was heute kommt, ist nur so nebenher. Da wurde ich mal gefragt, kannst du das nicht nur bei deinem Schreibtisch, sondern auch woanders machen? Aber da kommen wir gleich dazu. Ja, das Classic Smart Home, was man immer so hat und worum es immer geht, das sieht meistens irgendwie so aus. Man hat so eine Glühbirne, kriegt einen Schalter mit und per Funk unterhält sich das irgendwie magisch und meistens der Schalter zunächst mal direkt mit der Glühbirne von allen möglichen Firmen, dass da jetzt, ich habe das Philips nicht abgeklemmt, der andere Schalter ist von Ikea, den Namen werden wir auch noch öfter hören. So hat es bei mir tatsächlich auch mal angefangen, weil ich vor dem Jahr genau diese Philips-Birne von einem Freund mal zum Geburtstag geschenkt gekriegt habe, mit so einem kleinen USB-Stick und habe gesagt, da krieg mal raus, wie das geht und wie man das machen kann. Dazu dann gleich auch noch mehr. Wenn Smart Home ein bisschen komplizierter ist, was der Michael auch gezeigt hat, dann kommen da noch andere lustige Komponenten wie so Bewegungsmelder, Helligkeitsmelder und sonst was dazu. Das heißt, ich muss nicht selber auf den Knopf drücken, sondern kann da irgendwie reinlaufen. Das Licht geht an. Wenn ich links an die Wand laufe, dann wird das Licht vielleicht auch noch bunt. Und wenn ich mit meiner Alexa rede, dann all so ein Zeugs. Haben wir gar nichts mit zu tun. Kein Smart Home. Weil es ist nicht mein Home, sondern it's my office. Und es geht um dieses Gebäude, das ist unser Hauptquartier, unser Bürogebäude, wo wir in Kusterdingen im Technologiepark arbeiten. Das Ding ist 5 Stockwerke hoch, hat 3 Gebäudeflügel, sind wir Ende 2014 eingezogen und hat eigentlich eine ganz praktische Klimaanlage, die die ersten Jahre auch ganz wunderbar tat. Das sieht da wie so aus, das sind so abgeheckte Kühldecken. Also dieses, was man hier so sieht, das sind immer so Paneele, da kann dann Kühlmittel durchfließen und die sind dann überall in den Büroräumen, Besprechungsräumen und sowas. Und wenn da Kühlmittel durchfließt, dann wird es von oben langsam kühl. Das zieht nicht so, das bläst nicht so, wie wir das im letzten Gebäude hatten. Eigentlich ist es eine ganz feine Sache. Es gibt, wie ich jetzt gelernt habe, sogar das gleiche Ding mit Heizung auch noch. Also bei uns kühlt es nur, wir haben noch echte Heizkörper, aber Winter war immer gut. Und die sind dann immer in langen Strängen angeordnet, mal klein. Und das ist ganz kunterbunt, wie die Dinger da hängen, aneinander, einzeln. Wenn man sich das mit der Wärmebildkamera anguckt, weil darum wird es dann gleich gehen, dann sollte das so aussehen, das Dunkelblaue immer dunkler ist, kälter. Dann sieht man da oben diese Kühldeckenteile, die sind da jetzt irgendwie aktiv. Hier hinten merkt man schon, da ist so ein, gelbes oder oranges Loch. Da kühlt was nicht und links und hinten sieht man Fenster. Dann merkt man, die Fenster sind auch bloß 25 Grad. Also das ganze Gebäude ist super modern, toll isoliert. Auch die Fenster sind sehr gut isoliert und wärmeisoliert. Das ist gar nicht so schlecht. Aber es wird halt mit der Zeit doch heiß, wegen Klimawandel und so. Und da sieht man jetzt so einen Kühldeckenstrang nochmal, Wärmebildkamera. Da merkt man, in der Mitte sind 2 von den Paneelen auch ausgefallen, nicht so kalt wie die anderen. Und das ist jetzt so ein Bild eigentlich von gestern aus guten Zeiten. Wenn das so, hier sieht man so einfach so, da sieht man links ein Panel, das gerade so warm ist wie der Rest von der Decke, dann sind 2 mal blau und da hinten sind wieder welche, die
sind genauso gelb wie die Decke. Da kühlt nichts. Außer den zwei von insgesamt 6 oder 7, also nach links kommen noch mehr von den Dingern. Da kühlt gerade ganz wenig. Und das ist unser Problem. Also wie gesagt, wir sind im Gebäude. Die ersten Jahre hat es super toll getan. Vor 2, 2,5 Jahren schon im Sommer ist mir aufgefallen, es wird halt, da war auch ein sehr heißer Sommer, da wird langsam immer heißer. In dem Gebäude darf man nachts keine Fenster auflassen, aus allen möglichen, also erstens möchte man keinen Regen reinhaben und auch wegen Diebstahl, sonst irgendwas. Man kann nicht lüften, es gibt keine aktive Lüftung, das heißt, nachts kriegt man die warme Luft im Büro nicht raus. Ich hatte schon gesagt, es ist total toll isoliert. Das ist auch gut, weil sonst wird es irre heiß. Das ist von außen auch schön schwarz angemalt. Aber da man nachts sich aufmachen kann, kommt die heiße Luft nicht raus. Und wenn es dann in einem heißen Sommer so immer ein bisschen wärmer wird oder die Kühlung nicht richtig geht, dann wird es halt jeden Tag 1, 2 Zehntel Grad wärmer. Das kann man wirklich zugucken, dass halt die Maximaltemperatur oder auch die Morgentemperatur, wenn die Kühlung anläuft, in dem Büro langsam immer größer wird. Das ist unpraktisch. Und dann hat sich dann irgendwann, vorletztes Jahr ist mir das aufgefallen und da hatte ich mir mal einen Thermosensor an meine Kühldecke gehängt, zeige ich gleich noch, und habe das dann halt festgestellt, dass das so langsam immer wärmer wird und dass man immer abends um 8 die Kühlung ausschaltet, wo es draußen langsam kühl wird und wo man jetzt schön eigentlich mal nachts runterkühlen könnte, dass der ganze Gebäudekern nicht mehr so richtig heiß ist. Und dann hat es halt morgen schon 26 Grad, wenn die Kühldecke wieder angeht, dann muss man gegen 26 Grad Betontemperatur ankühlen. Und das ist alles nicht so richtig praktisch. Und dann war der Plan letztes Jahr, die Messungen machen wir gleich im Frühjahr nochmal und für in der warmen Woche und dann mal zeigen und sagen, lass doch mal durchlaufen. Gesagt, getan. Letztes Jahr im Frühsommer, wo es mal warm wurde, wieder Messungen gemacht, mitgeplottet. Und die Messungen haben wir auch das Gefühl gezeigt, unsere Kühlanlage läuft überhaupt nicht mehr. Und das hat sich dann so den ganzen heißen Sommer durchgezogen, dass eigentlich fast immer, wenn es warm war, in einzelnen Bereichen oder auch im gesamten Gebäude keine Kühlung stattgefunden hat. Und wir überhaupt nicht wussten, warum. Das Problem ist, wir sind in dem Technologiepark zur Miete. Das ist nicht unser Gebäude, nicht unsere Kühlanlage. Das heißt, das ist Sache des Vermieters. Aber dazu muss man erst mal wissen, wenn da jetzt 400 Leute anrufen beim Vermieter und sagen, mir ist gerade zu heiß, mir ist zu kalt, da zieht es, das geht ja nicht. Und da heißt dann immer, ja, das tut. Und wenn es nicht tut, war immer die Aussage, weil diese Kühldecken kühl werden und wenn die Luft im Büro noch warm ist und auch sehr feucht, dann kann es passieren, wenn man die oben zu stark kühlt, kennt ihr von Trinkflaschen, Kühlschrank, irgendwas, dann kondensiert das und tropft runter. Deswegen sind in den Platten irgendwelche Taupunktwächter drin, die überwachen, dass es nicht zu kalt wird und wenn das so kalt ist oder so feucht, dass das jetzt kondensieren und tropfen könnte, dann machen wir lieber die Kühldecke aus, damit es ja nicht tropft und keine Wasserflecken mit destilliertem Wasser macht, dann sollen die Leute schwitzen und es gibt halt Schwitzflecken auf dem Teppich. Unpraktisch. Das lässt sich nicht überwachen, das weiß man nicht, das macht es voll autark und autonom, wird nirgends kontrolliert und protokolliert. Das heißt auch, und dann war immer die Ausrede, ja, ihr habt das Fenster offen gehabt, der Taupunktwächter und keine Ahnung. Hat sich dann aber mit der Zeit herausgestellt, dass unser zentrales Kühlaggregat manchmal auch ganz ausfällt. Letztes Jahr auch in Teilen dann ersetzt wurde und auch immer noch wieder mal ausfällt. Man kann es nicht unterscheiden, es gibt 0 Anzeigen und der eine sagt, ach, mir ist es immer noch warm, kalt genug, der andere sagt, es ist schon viel zu heiß, ich könnte nicht arbeiten. Und ich wusste halt dann bei mir am Schreibtisch, warum es mir zu warm ist, wenn meine Kühldecke nicht getan hat. Da kann man, das ging dann, nachher kommt ein Bild. Ja, okay, Bilder kommen nachher, wie das erste Messgerät aussah. Das war ein Datenlogger, der halt gerade so rumlag. Ich muss wieder zurück. Und wo das dann halt immer mehr wurde und immer schlechter wurde, hat mich einer unserer Chefs gefragt, kann man das nicht auch mal woanders messen und gucken, ob das in einem anderen Gebäudeflügel, in einem anderen Stockwerk raus ist. Ein Datenlogger kostet über 10.000 Euro, ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber muss ja was anders gehen und darum soll es jetzt gehen. Wie sieht das in anderen Stockwerken aus? Da mal halt überlegen. Also wir haben ein Gebäude mit 5 Stockwerken, 3 Flügeln, das sind also mal 15 grob unterteilte Separatoren. Was ich schon damals gemacht habe, ist ja eben einmal so ein Sensor an die Decke geklebt, einen im Raum gehabt. Achso, der Hinweis an alle, wenn es irgendwelche Fragen gibt, möglichst immer so, ich sehe jetzt, es sind ganz viele reingekommen, die nur einen Kopfhörer haben. Also wenn ihr Fragen habt, dann am besten gleich fragen. Wenn irgendwas unklar ist, dürft ihr auch nachher noch. Ich hoffe, wir haben viel Zeit auch noch zum Quatschen. Wenn irgendwas ist. Dann war es so die Idee, statt eben einmal bei mir am Arbeitsplatz einen Deckensektor, einen Raumsensor, dann machen wir halt das für jeden Gebäudeflügel mal, das sind so 30 Sensoren.
jetzt 30 Datenlogger war blöd, aber ich will jetzt, und also ich habe immer mindestens 15 Flügel. Wie verteile ich so Zeug? Also ich will auf keinen Fall 15 Raspberry Pis in der Gegend rum verteilen. Das ist auch ein Riesenproblem, wenn die dann irgendwie Messsensoren dran hätten mit USB. Die muss ja jemand pflegen, machen, verteilen, in der Gegend rumrennen, wenn irgendwas nicht tut, und das SDK und alles, gar kein guter Plan. Also es sollte auf jeden Fall nur eine zentrale Instanz, die das Zeugs managt. Also es ist keine Turnschuh-Akrobatik. Das heißt, irgendwas mit Funk, und irgendwie haben wir geguckt, was so alles geht. Das ging los eben letztes Jahr im Spätsommer. Und haben geguckt, was gibt es an Funknetzen, was man so nehmen könnte. Wi-Fi, WLAN ist natürlich eine ganz tolle Sache. Das Problem ist, bei Bosch ist das WLAN sehr gut abgesichert. Finde ich echt toll. Man kommt nur mit einem Corporate Key da rein, der auch weltweit gilt, und der ist sehr gut geschützt. Ich durfte deswegen jahrelang mit meinem Linux-Notebook nicht ins WLAN, solange bis das mit dem TPM, diesem Trusted Store, funktioniert hat, wo der Corporate Key fürs WLAN drin ist. Nur mit dem kommt man da rein. Dass ich da jetzt so Funknetzsensoren, ob die jetzt Amerika, China, wo auch immer herkommen oder selbstprogrammierte, dass die so sicher sind, dass die interne IT sagt, du darfst ins Bosch WLAN, unwahrscheinlich. Ist also erstmal rausgefallen. Und dann haben wir LoRa angeguckt, halt auch gesehen, LoRa Long Range Funk, das ist der einzige Standard, der nicht auf 2,4 GHz ging, also die anderen Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee sind alle 2,4 GHz. Das LoRa haben wir auch ausprobiert, gibt es mit 433 und 868 MHz, das ist eine tolle Sache, also über Land geht es über viele 10 Kilometer. Kumpel hat es vor kurzem mal ausprobiert mit so einem kleinen Handheld-LoRa-Empfänger, einem TTN, wo er im Allgäu am Wandern war, auf dem Berg stand, und hat eine Verbindung auf über 80 Kilometer, glaube ich, hingekriegt. Und das TTN, The Thing Network, ist was, ein freies Cloud-Netzwerk, würde man sagen. Da kann man sich anmelden, kriegt einen Account, kann seine einzelnen LoRa-Teile registrieren und kann dann im TTN-Netzwerk direkt darauf zugreifen. Das geht über viele Kilometer, wenn man so Knoten in der Nähe hat. Also bei uns hätte es jetzt in unserem Technologiepark leider noch keinen TTN-Node gegeben. Im Boschwerk in Reutlingen habe ich einen gefunden, aber der ist ein bisschen weit weg und unpraktisch gewesen. Aber man könnte jetzt einen im eigenen Gebäude aufstellen, und ein so Ding reicht, um auch unser Gebäude abzudecken. Das haben wir ausprobiert mit einem Raspberry Pi mit so einem LoRa-Empfänger irgendwo hingestellt, und ein Azubi hat mal geschwind zwei PIC-Controller und zwei so kleine LoRa-Empfänger genommen, hat sich ein bisschen Firmware für gebastelt und die mal einmal diagonal durchs Haus, den einen von links unten nach oben rechts und oben funken lassen. Das hat getan. Würde man machen können. Ist eine Option. Die LoRa-Empfänger kosten auch ein paar Euro. Das ist alles nicht so arg. Was ein bisschen schade ist, das TTN-Netzwerk geht nur mit 868 MHz. Die 433 wäre etwas besser, um durchs Gebäude durchzukommen. Haben wir dann aber nicht wirklich getestet, komme ich gleich noch drauf, wenn es um Sensoren geht. Bluetooth ist erstmal nur also ganz kurz und im Büro rum irgendwas, was tut. Jetzt haben sie neuerdings 2017 angekündigt, gibt es ein sogenanntes Mesh-Model. Habe ich letztes Jahr erstmal auf einer Linux-Konferenz gehört, wo ich mehrere Leute von der Bluetooth-SIG, der Special Interest Group, getroffen habe und mit einer Firma, die so Bluetooth-Chips und Firmware und sowas macht, die Firma Nordic, die da ziemlich die Nase drin hat und noch im Bluetooth-Konsortium drin ist. Und die haben erzählt, es gibt jetzt Mesh Network und sowas und ein bisschen drüber geredet. Das Problem ist, da haben sie dann gerade die erste Firmware offiziell den Source Code released und es gibt überhaupt nichts an Gerätschaften, dass das macht, müssen wir alles selber erfinden. Und Zigbee ist schon lang in jeder Menge Munde, inzwischen gibt es einen ganzen Haufen Zeug. Zigbee sind auch 2,4 GHz, also so, da haben wir überlegt, also da haben wir einfach mal ein paar Funksensoren für alles Mögliche bestellt und mal geguckt und probiert. Ganz links oben, das sind irgendwelche Bluetooth-Thermometer um 10 Euro mit E-Ink und irgendwas. Die machen Bluetooth, aber wirklich der eine überhaupt nur Bluetooth, der andere BLE, Bluetooth Low Energy. Keiner von denen, dachte ich, man kann ja mal einen kaufen und gucken. Da wusste ich noch nicht, das mit dem Mesh Network habe ich erst kurz später, einen Monat später erfahren, dass da gar nichts mit Meshing ist. Mit Low Energy, dem linken sieht man das vielleicht noch an, da ist jetzt nach einem halben Jahr die Batterie schon fast leer mit einer Knopfzelle. Das ist auch ein bisschen enttäuschend. Bei einem von den beiden, ich weiß nicht mehr welchen, das stand aber schon bei den Amazon-Bewertungen, braucht selbst die eigene ab über eine Minute, um einmal die Temperatur auszulesen. Nicht toll. Messen aber relativ genau. Was man links unten sieht, das Kästchen mit dem extra Kabel und Gedöns dran, das ist ein kommerzieller LoRa-Empfänger, den ich ganz nett fand. Die meisten es gibt von LoRa einiges an kommerzieller Hardware, so Sensoren und so, die sind aber meistens in der Kategorie 150 Euro pro Stück, nach oben kaum Grenzen, außer Bewegungsmelder und sowas gibt's. Das Ding hat nur 40 gekostet
Und in dem Kästel ist ein Temperatursensor drin und ein zweiter übers Kabel. Das heißt, den hätte ich nutzen können. Das Kästchen selber macht die Raumtemperatur des Kabeldingens, klebe ich an die Decke, für die das eine Deckenelement ist, ich überwachen möchte. Das Kabel ist leider nur 1 Meter lang. Das heißt, das Raumtemperaturkästchen würde auch ziemlich weit oben hängen. Könnte man machen, aber das ist tatsächlich auch nur Temperaturen und gar nichts anderes kriege ich da. Was ich da auch ein bisschen unschön fand an dem Kästchen ist, das ist komplett verschweißt. Da ist eine Lithium-Batterie drin, die läuft wohl 5 Jahre. Kannst nicht aufmachen, es ist nicht vorgesehen, die Batterie zu tauschen. Das heißt, nach 5 Jahren ist es auch Müll. Dann mal geguckt und also der Azubi hat mal geschwind so einen PIC-Controller genommen, hat LoRa gemacht, das hat getan, fand ich ganz klasse. Das war, kann man doch selber machen. Dann muss man noch ein Gehäuse für kriegen. Das ist nämlich jetzt, was wir hier in unserer Firma eine andere Arbeitsgruppe schon mal gemacht hat. Sieht aus wie Größe und sieht aus wie ein Rauchmelder. Und da ist so ein kleiner ESP8266 drin und ein eigener Temperatur, Druck, Gas, sonst was Sensor auch bei uns aus der Firma. Da haben wir ja genug von. Und haben so eine Lithium-Batterie reingemacht. Der macht WLAN über den ESP. Das erste Problem, ja, WLAN dürfen wir erstmal nicht in der Firma. Die haben das dann über eine lokale Fritzbox gemacht, die keine Verbindung zum Hostnetz hatte und auch sonst nicht. Als Testzweck für diesen Sensor mal machen. Das ist relativ groß. Es gab noch keine Firma, die Battery Management gut macht. Ich habe keine Ahnung, wenn ich das an der Decke klebe, wie oft ich per USB-Kabel die Dinger an der Decke dann aufladen muss. Also das sind Sachen, die man halt machen muss. Baue ich mir selbst einen Sensor und noch einen, habe ich keine Zeit für. Ist nicht mein Job. Ich brauche was fertig ist. Und was mich dann halt schon ziemlich begeistert, die kleinen Dinger rechts unten, das sind so Zigbee-Sensoren für Temperatur. Der runde ist die erste Generation gewesen, der macht Temperatur und Druck. Der zweite kann Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit sogar. Die kosten unter 20 Euro. Wenn man es in China bestellt, kriegt man für 6 bis 7 Euro inklusive Versand. Aber immer wenn ich einen gebraucht habe, konnte ich nicht 6 bis 8 Wochen machen. Die habe ich jetzt gebraucht. Dann zahlt man 15 bis 20 und kriegt sie aus Deutschland am nächsten Tag. Das kleine Dingens da oben, das ist jetzt so ein Türkontakt, auch Zigbee. Da ist so ein Read-Relais und die ganze Funktechnik drin. Das ist ein Magnetchen und wenn die zueinander kommen, dann ist das Kontakt geschlossen. Das heißt Tür zu, Fenster zu, die klebt man irgendwo, die sind alle hinten selbstklebend. Die Dinger kriege ich von Apple und Ei. Bei dem Temperaturzeug soll die Batterie mit einer Knopfzelle 2 Jahre halten. Mal gucken. Und dann kann man die einfach mal kurz aufknipsen, Knopfzelle wechseln, eine ganz normale billige Knopfzelle, dann läuft es wieder zu einem. Hat Schaum. Und da gibt es einen Riesenhaufen von so, was man sonst noch haben kann. Das sind jetzt die Sensoren, die ich gerade gezeigt habe. Wie gesagt, Wi-Fi-Eigenbau, wo ich dann gefragt habe, waren die Dinger bei uns schon nicht mehr im. Es ist kein ESP32, wie ich nachher mal gesehen habe, wo ich wirklich das Bild angeguckt habe. Es ist noch ein 8266. Die Firma wird auch intern von der Abteilung nicht mehr maintained, gerade nochmal gefragt, weil wir die für andere Sachen hätten jetzt missbrauchen wollen. Da kommt gerade wieder was Neues, aber es ist genau das Gleiche. Das ist natürlich nicht getrimmt auf gute Akkulaufzeit. Wir haben kein Gehäuse, wir haben kein Konzept, wie man das lange macht. Das ist alles Arbeit, wo ich jetzt keine Zeit für. Das LoRa-Dings ist total hübsch, aber das Kabel zu kurz, die Batterie irgendwie. Und der kostet 40 Euro für 2 Messpunkte, Raum und Ding. Also das wäre eigentlich ganz gut gegangen, statt 2x20 für das Zigbee-Zeugs. Bluetooth gibt es gar nicht und ja, Zigbee, das, was wir dann genommen haben, diesen Xiaomi Aquara, da Link, wo man drauf gucken kann. Also die haben einen riesen Zoo an Home Automation und deswegen Zigbee, dann was wir jetzt halt ausgesucht haben, diese Zigbee-Dinger von Xiaomi mal ein paar bestellt, Amazon, irgendwie da habe ich von verschiedenen Herstellern ein paar runde und ein paar eckige bestellt, weil mir am Anfang ziemlich unklar war, ob ich da vielleicht noch ein paar Raubkopien und Clones und Lookalikes, die Texte sind so schlecht ins Englische übersetzt, dass mir nicht klar war, ob das Originale sind oder ob da vielleicht auch nur ist kompatibel mit. Es waren alles Originale, die haben alle gleich getan. Also von daher war das kein Problem. Aber dann, und dann haben wir mal ein paar Bewegungsmelder von verschiedenen Firmen. Oh, der dritte fehlt. Ich habe noch einen dritten Bewegungsmelder. War der schon auf dem Bild? Weiß ich nicht. Zu Bewegungsmeldern kommt vorher. Und dieses Stecker-Dingsbums, was man da sieht, das ist ein Zigbee-Router, weil also jetzt muss man ja irgendwie durch dieses Riesenhaus durchkommen. Das ist ein Meshed-Network. Wikipedia angucken, also es ist halt einfach, man hat ganz viele Knoten und die unterhalten sich irgendwie alle und die tun sich alle schön selbst organisieren, wenn man sich mal gepairt und ins Netz eingebucht hat. Und diese Steckdosen sind Router von Ikea, die kosten nur 10 Euro, das ist das Billigste am Ganzen, die steckt man im Haus in jedem Stockwerk irgendwo mal hin und wenn man genug von den Dingern hat, dann funkt das in der Gegend. Also in einem kleinen Haus, da hat man halt die Ikea-Basisstation und tut alles mit Ikea-Geräten da rein und so. Oder das Gleiche von Philips und von, ich weiß nicht, wie die alle heißen, macht er sein Zeugs mit meine Basisstation, mein Lichtschalter, meine Glühbirne. Und die Router sind halt relativ billig, kann man dann irgendwo eine Steckdose reinstecken.
Auf der anderen Seite ist es das tatsächlich nur ein USB-Netzteil, das ist ein kleiner USB-Dongle und hat sogar nochmal wieder einen USB-Ausgang. Man kann es immer noch nutzen zum Handy laden, hat noch nicht mal eine Steckdose richtig kaputt gebraucht, wenn man irgendwo eine USB-Steckdose braucht. Und damit haben wir dann angefangen und das Zeug ein bisschen im Haus verteilt. Jetzt ganz kurz über Zigbee, ist 2,4 GHz Band, wie Wi-Fi und Bluetooth auch, macht dann Mesh Networking, wir werden gleich ein bisschen sehen, was das Tool da sagt. Was relativ nett ist, das ist gleich, hat eine Verschlüsselung auf Netzwerkebene, man gibt eine Netzwerk-Key vor und macht das. Wo ich jetzt für andere Fragestellungen dann mal rauskriegen wollte, ich mit einem anderen Software-Tool ganz am Ende von Mozilla, wollte ich die Netzwerk-Key-Sachen übernehmen und ein Netzwerk-Key ist nicht in der Liste bei Mozilla aufgetaucht, den mein Tool mir angezeigt hat. Da habe ich nachgeguckt, warum ist denn das nicht angezeigt und was sind das für ein Key? Da habe ich dann gelernt, dass es, wenn man nach Zigbee und den Keys und sowas guckt, kriegt man ganz, ganz viele Papers seit 2015, dass es da Sicherheitslücken gibt. Im Wesentlichen beim Anlernen von neuen Geräten. Also wenn man sagt, ich habe jetzt ein neues Gerät, möchte es da reinkriegen, dann müssen die sich ja mal kennenlernen und da ich keinen Druckknopf habe für irgendwas wie bei der Fritzbox oder eine MAC-Adresse oder ein Shared Secret, gibt es da ein Shared Secret, das gar nicht Secret ist, das nennt sich einfach Zigbee Association 09. Das kennen alle Geräte auf dem Markt und über den wird der Netzwerk-Key einmal ausgetauscht. Das heißt, wer an der Stelle mitsnifft, während was gepairt wird, dann kann er den nicht wirklich gut verschlüsselten Netzwerkschlüssel kriegen und damit kann er dann ins Netzwerk rein. So, wenn man keine Geräte anlernt, ist es wohl relativ gut. Habe ich erst spät mitgekriegt, aber im Normalbetrieb ist es ganz okay, was die machen. Die Lösung momentan gerade ist, dass ich die Geräte aber mehr wegen Homeoffice-Gründen, ich habe alle Geräte bei mir zu Hause angelernt, die ganzen Router, die wir gleich noch sehen werden und alle Temperatursensoren und habe die dann erst im Bürogebäude in das dortige Netzwerk, ich habe zwei gleiche, eins bei mir daheim und eins im Büro mit gleicher Netzwerk-ID, da kann ich da Geräte hin und her tragen und machen. Also das gibt da schon Möglichkeiten und im Betrieb ist nicht schlecht. Ganz kurz Frequenzen gucken, einfach, das ist alles die gleichen Kanäle, die man auch mit WLAN hat. Das geht immer von 2400 bis 2480 MHz. Bluetooth ist auch in dem Band. Das ist direkt von unserer Firmenwebseite, von der internen IT, die haben schon gleich den Tipp, die Zigbee-Kanäle sind sehr schmalbandig, von denen gibt es ganz, ganz viele. Und da ist schon gleich eingegeben, welche man nehmen sollte. Zigbee-Kanal 15 ist auch der standardmäßig immer eingestellt ist. Der liegt genauso zwischen den typischen drei WLAN-Channels 1, 6 und 11, die man üblicherweise verwendet, weil die nicht so arg einen Überlapp haben. Und unser internes Bosch WLAN, das funkt natürlich auf allen drei Kanälen 1, 6, 11, nutzt alle und die 5 GHz, wobei das eigentliche WLAN inzwischen fast ausschließlich außer für ganz alte Legacy-Geräte nur noch auf dem 5 GHz-Band geht und da gibt es jede Menge Cisco-Dinger, das ist ziemlich beeindruckend. Aber ich sage, mach 15, dann stören wir dich nicht und das bisschen Funkleistung von Zigbee stört die anderen eh nicht. Das heißt, weil bei denen muss ich natürlich schon anfragen, wenn ich jetzt so versuche, das ganze Haus mal mit Funktechnik zu überziehen, mit 2,4 GHz, muss man dann natürlich in der Firma schon mal fragen, ist dann das gut? Ja, darf ich das überhaupt, wenn ich da so ein ganzes eigenes Funknetz aufbaue? Da sind dann jede Menge Sachen, vielleicht nochmal zwei zurück. Das Überraschung, also wir haben dann ein kleines Testnetz aufgebaut, ja, mein Bild hier, mit ein paar von den IKEA-Dingern und dann haben wir mal so im Haus verteilt, zum gucken, geht das ungefähr, um ein Gefühl zu kriegen. Bilder kommen davon gleich nachher noch. Und irgendwann ist dann mal so eine Sicherheitsbegehung bei uns im Haus gewesen und der hat dann gesehen, dass so ein weißes Steckdosending, das irgendwo im Gang drin steckt, wo keiner weiß, was es ist, das wird dann schon zur Kenntnis genommen und nachgefragt. Ja, also einfach mal so Hardware im ganzen Haus verteilen, da gehört dann schon mehr. Deswegen muss man mit den ganzen beteiligten Abteilungen dann immer reden, Fragen machen und die aber auch sagt, Zigbee, kein Problem, können wir monitoren, tut uns von der Funkleistung nicht weh, du kannst uns nicht stören und wir stören dich hoffentlich auch nicht, muss aber markiert und gemeldet sein. Ja, das Zigbee Starter Kit, das ich dann von meinem Kumpel auch mal gekriegt habe, ist tatsächlich so Texas Instruments USB-Stick, den gibt es um 4-5 Euro aus China, den hat da Michael vorher auch erwähnt, das ist so das Feldwald-Wiesending, muss man eine Firmware drauf machen, macht Zigbee. Und mit dem hatte ich letztes Jahr versuchen sollen, meine Philips-Glühbirne ans Laufen zu kriegen. Da gibt es dann ein Zigbee to MQTT, Message Queuing, Traffic, Telegram, das letzte T ist kein Telegram, aber irgendwas ähnliches, Message Queuing, sonst was. Ist eine ganz tolle Sache, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Bis ich dann viele Monate später, wo wir das wirklich für die Firma dann probieren wollen, habe ich das wieder rausgekramt und festgestellt habe, auf meinem China-USB-Stick, den mir mein Kumpel geschenkt hat, der hat 5 bestellt, weil das ja in China so billig ist und weil man 5 für den gleichen Preis mit Porto kriegt,
Auf meinem war nicht der 2531 aufgelötet, sondern der 2540. Die anderen vier waren gleich. Er hat vier Zigbee-Sticks gehabt und meiner war leider der 2540-Chip, der Bluetooth-Kanal, die Zigbee. Sonst sahen sie gleich aus. Ist aber nicht, wenn man nicht weiß, wie es tut, schwierig. China-Hardware. Tut dann aber, und da kann man dann mit so Messages machen, ist dann relativ einfach, Lichtschalter ein- und auszuschalten. Da gibt es dann Mosquito, das ist ein Broker. Gucken, also für kleine Sachen total toll. Aber dann habe ich in der Firma rumgefragt, wer hat so Erfahrung und wie macht man jetzt? Und habt ihr vielleicht schon so Temperatursensoren und auch bei Freunden und Linux-Stammtisch? Und von mehreren habe ich gleich gehört, ja, habe ich mal gemacht, aber dieses Dingens, der kann bloß ein paar Knoten, so 10, 20, noch weniger. Und wenn das zu viele Knoten werden, dann kann er das nicht mehr. Der hat ein Limit in Adresstabellen und was auch immer. Und alle haben sie davon abgeraten. Und die Lösung dann wäre gewesen, dass mehrere Kollegen und andere Leute auch schon privat an dem Conbi 2, das ist ein Ding von Dresden Elektronik, wirklich eine Firma in Dresden, wird hoch gelobt und gemacht, der kostet 40 Euro, kommt dafür nicht aus China und wird schnell geliefert und dann halt den bestellt. Die liefert auch gleich eine Software mit, die sich Decons und Foscon und sowas nimmt. Oh, schon fast Halbzeit. Der kann 200 Knoten. Yeah. Und die haben aber ehrlich gesagt, wo ich den dann genommen habe, dann waren meine Probleme weg. Gesagt, gekauft und haben das ausprobiert. Dann habe ich so langsam gemerkt, ja, aber dieses Zigbee 2 MQTT und alle die Software, die ich schon ein bisschen mitgespielt hatte, dann auch mit den Texas Instruments, die gab es plötzlich alle nicht mehr. Kein MQTT, sonst irgendwas, das DE-Konst ist halt irgendwie ganz anders. Zeige ich jetzt gleich. Hinweis darauf auf die Zukunft und letzte Folie. Ich habe jetzt eben letzten Herbst bei der Open Source Summit Atlanta, der dann plötzlich Corona-bedingt frei war, ja, jetzt im Frühjahr, im Frühsommer, von der Kathy Georgi in Vortrag Google nach OSS, Open Source Summit North America, Do-It-Yourself, Smart Home Demonstration. Toller Vortrag, was alles geht. Die hat ihr ganzes Haus automatisiert mit allem. Und sie hat auch gesagt, sie nimmt das Mozilla Web-Dingsbums. Hinten kommt eine Folie dazu. Und der kann das auch, die haben den Treiber für, deswegen kann das nochmal spannend werden. Also, weil momentan, also diese vollautomatische Integration, was der Michael auch gesagt hat, die haben wir jetzt erstmal gar nicht. Brauche ich auch nicht, weil ich ja nicht Bewegungsmelder Licht schalten will, sondern was anderes, aber da haben wir auch Limits. Aber da schon mal, den, wenn man wirklich für Smart Home interessiert ist, was alles geht und was es Lustiges gibt, da gucken. Und da steht auch drin, die haben einen unabhängigen Treiber, der nicht geht. Das Home Assistant, was der Michael geguckt hat, habe ich gleich gegoogelt, der unterstützt unseren USB-Stick auch nur, indem man dieses DE-Konst, die Basissoftware laufen lässt und da dann über REST das Webinterface zugreift, das macht. Da gibt es aber Probleme und Beschränkungen. Oder noch Bugs, müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir da anders jetzt. So, wie sieht das jetzt aus? Das ist diese DE-Konst-Software, die mitgeliefert wird. Da tut man den USB-Stick und dann sieht man so ein Bildchen, wie das ganze Netz aussieht. Und das blaue Dingens, das ist die Basisstation, der CB2, ich hänge an den CONBI2, das ist mein USB-Stick, da hängt an einem Raspberry Pi, läuft ein Debian, man kann ein fertiges Image runterladen, wie bei allem, auch bei dem Webdingsbums von Mozilla kann man ein fertiges USB-Image runterladen, ein SD-Karten-Image. Da ich das aber auf dem gleichen Raspberry laufen lassen möchte und ich ein Gegner bin von, ich habe ein blindes SD-Karten-Image, man kann auch ein Debian-Package runterladen, und also bei DE-Konst tut das, bei dem Mozilla tut es dann nachher nicht. Wenn am Schluss Zeit ist, da noch Details für. Das ist der USB-Stick, Raspberry Pi mit Basisstation auf meinem Schreibtisch. Und da liegen jetzt mal 5 Temperatursensoren rund und eckig irgendwie. Und der zeigt dann immer an, mit wem er gerade Verbindung hat. Grün gut, die anderen nicht so gut. Das Netzwerk haben wir jetzt im Mai aufgebaut, Anfang Mai. Also die lagen schon ein bisschen rum. Da haben wir einen prinzipiellen Test so Anfang im Januar diesen Jahres gemacht, wo der Azubi da war und festgestellt, hey, es würde gehen. Aber Kühlanlage braucht ja keiner im Januar und dann hatte ich projektmäßig so gar keine Zeit mehr dafür, eigentlich viel zu machen. Und dann, ja, wenn der Azubi nochmal zu uns in die Firma kommt, war geplant, dann könnte man machen und nicht so richtig wichtig. Aber im Mai war dann plötzlich wegen Corona, seit Mitte März bin ich eigentlich nur noch im Homeoffice und ich bin in der Firma und fast alle Kollegen auch. Wir dürfen zwar ins Haus oder durften auch immer, aber wenn es sich vermeiden lässt, und hat man das dann bleiben lassen. Wir haben aber für unser Projekt einen Testbereich, wo mehrere PCs und ganz viel Hardware stehen, die Software- und Hardware-Tests vollautomatisiert jede Nacht machen. Und das sind hier oben so Systemtests, nennt sich das. Das sind zwar Windows-PC, wo ein Haufen Messtechnik und Zeug dran hängt und die sich immer wieder so dermaßen komplett aufhängen, dass sie im Reboot stehen bleiben und einmal ausgeschalten werden müssen.
mehrere Windows-Treiber-Probleme, die bis heute nicht wirklich gelöst sind, weniger wurden. Aber in der Phase war das ganz schlimm, weil dann sitzt jetzt in diesem Raum keiner mehr vor Ort und kann mal schön an den PC gehen, sondern müssen dann extra die Kollegen von Stuttgart anreisen. Und das passiert natürlich, wie das immer ist mit so Problemen, bevorzugt dann, wenn auch von den sonstigen Laborkollegen nach 6 bis 8 niemand mehr da ist, wo man mal anrufen kann, tu mir mal meinen PC ausschalten. Also brauchen wir eine Remote-Control, die haben keine Remote-Management-Konsolen sowas gehabt, dann muss man das anders machen. Dann gesagt, hey, USB-Steckdosen, die schaltbar sind, die auch wieder Raspberry Pi brauchen, die kosten 60 Euro pro Steckdose, wenn es irgendwas ist, was taugen soll. Und so. Da gibt es auch so Zigbee-Steckdosen von Osram, die kosten nur 20 Euro. Den Rest haben wir schon rumliegen, Raspberry-Funktechnik. Lass uns doch einfach jetzt mal richtig Funknetz aufbauen und die Osram-Steckdosen noch anhängen. Hat sich dann schnell herausgestellt, ja, es tut, aber und diese 3 I's, das ist der IKEA-Router, weil das von dem ersten Stock im linken Flügel in den zweiten Stock in den rechten Flügel, also so ein bisschen quer durch das Gebäude und durch unser Elektroniklabor durch musste, weil halt die einen PCs da oben und ich im anderen Flügel sitze. Und dann war so die Idee, ein Router bei mir, den zweiten in der Mitte, den dritten oben und dann hat das prompt nicht getan. In unserer ersten Hardware-Test-Kaufrunde, das habe ich im Bild gar nicht so drauf gehabt, da haben wir auch mehrere von den Glühbirnen gekauft, weil ich von dem Zeug gar keine Ahnung hatte und das haben die Leute erzählt, da so die Glühbirnen, die machen auch Routing. Und wenn wollte ich mal probieren, wenn es Routing-Probleme gibt, ob dann die Glühbirnen vielleicht die besseren Router wie die IKEA-Dinger sind. Deswegen haben wir von 4 Firmen auch mal eine Glühbirne gekauft und eben diese IKEA-Router, die haben wir dann im Haus verteilt. Und wo ich dann festgestellt habe, genau die Verbindung von diesem Raspberry Pi über die 3 IKEA-Router zu den Systemtextboxen, die hat genau nicht funktioniert, ging halt nicht. Da habe ich dann die Leute im Labor losgeschickt mit meinen Glühbirnen am Kabel und gesagt, steck mal noch irgendwo die Glühbirne ein, dann haben wir Router und machen. Und dieses Bildchen ist jetzt tatsächlich, was dann so ein Monat oder zwei lief, wo tatsächlich dann über eine Webseite, das ist dann der zweite Teil von der Software, die mitkommt, das Foscon. Das ist das, was man so als Smart Home Mensch haben möchte. Da kann man dann Glühbirnen machen und irgendwie einen Lichtschalter und dann kann man irgendwelche, wie nennt sich das, Szenen und sonst was machen. Ich habe meine Küchenszene, der Lichtschalter macht das und Doppelklicken macht jenes. Der kann halt auch irgendwelche Sensoren, das ist jetzt meine Welt, da gibt es eben jetzt die Temperatursensoren in rund und eckig und diese Türsensoren und Zeugs. Aber mehr geht hier nicht. Ich kann keine Graphen anzeigen, weil das ist ja für Lichtschalter und Smart Home machen. Also das ist halt, aber das ist so die Software, die da dabei war. Und da kann man jetzt in der Software kann man auch auf die beiden Systemtests klicken. Und wenn man dann da auf die Glühbirnen, weil da ist alles eine Glühbirne. Die IKEA-Router sind die Glühbirne. Alles, was an der Steckdose hängt, ist zunächst mal eine Glühbirne. Meine Steckdose selber auch und die kann an ein- und ausgeschalten werden. Und alles, was eine Glühbirne ist und an der Steckdose hängt, hat auch genug Strom, dass es Router sein kann. Deswegen sind die in den Bildchen hier alle, falsche Richtung. Deswegen sind die hier auch alle gelb, weil die hängen Steckdose, die sind irgendwie auch Router. Manche Router können leuchten, manche Router können die Steckdose abschalten, manche Router können USB-Steckdose spielen, aber deswegen alles gelb und irgendwie. Und dann konnte man halt auf diesem Foscon, das von deren Software ist, wenigstens auf das Knöpfchen drücken und hergehen und sagen, ah, cool, Steckdose aus, dann Steckdose wieder an und dann spätestens beim zweiten Mal hat der Windows-PC wieder gebootet und ist auf die Füße gekommen und keiner musste in das Labor, was dann wirklich off-limits war, um Corona-Schäden zu verhindern, war dann dieser ganze Laborbereich abgesperrt. Leute, die da gearbeitet haben, hatten Schichtbetrieb, durften sich nicht treffen, durften den Rest der Firma nicht treffen, weil da wichtige Systemtests und Endtests und alles mehr gemacht wurden. Also das war so eine der wichtigsten, so genau wie die Fertigung und die Fab in Reutlingen, die war sehr gut geplant, abgeschottet, dass da, wenn was passieren würde, nicht alle gleichzeitig Pops gehen und die Produktion eingestellt wird. Was gut ist, was uns aber nicht erlaubt hat, noch nicht mal mit Maske durch das Büro zu laufen, einfach den blöden PC auszuschalten. Deswegen, hurra, wir haben wieder ein Netzwerk laufen. Das hat schön getan, haben wir ein bisschen Temperaturen spielen können. Und da kann man so auf einen einzelnen klicken, der sagt mir dann, das ist die und die Temperatur, aber mehr geht nicht. Und dann kann man das Ganze per REST-API abfragen. Und das ist jetzt wieder was, was mir sehr liegt, dann halt so Webgedöns noch nie gemacht, aber das kann man auch auf der Kommandozeile machen. Man muss einmal sein Programm oder irgendwas, eine Applikation anmelden bei dem Server, dann kriegt man irgendeinen Magic Key und über diesen API-Key kann man dann auch drauf zugreifen. Dann hat man sich eben einmal authentifiziert und dann gibt es wieder so einen Pairing-Knopf, lass mal eine neue Applikation rein, so wie das andere Flugzeug auch. Geht halt auf Port 8080 API und sage, ich will den Sensor 23 auslesen. Da kommt dann JSON raus und mit JQ, sage ich gleich noch, kann man den Output schön angucken und dann irgendwie das Zeugs mitmachen, kann alle Sensoren am Stück abfragen, die Config von dem ganzen Router, kann alle Lichter gleichzeitig oder Light/irgendwas
Oder ich kann von dem kompletten System alles auf einen, mit einem einzigen Query abfragen. Das heißt, ich kann einmal einen Request machen und ich kriege alle Sensoren, Lichter, Schalter, Config, whatever, alles zurück. Wenn ich das dann mache, da kommen dann wirklich inzwischen im jetzigen Setup, was das ist, sehen wir gleich noch, 73 Kilobyte oder fast 4000 Zeilen JSON-Code, wenn man dann schön macht. Da kommt natürlich so ein Block raus mit Nullzeilen und Schlaglichttode, wenn das dann lesbar wird. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel so ein Licht einschalten möchte, dann muss man einen File-Upload-Request machen, kein Post. Da muss man in den JSON-File irgendwie on, es gibt ein Status-Property on und da kann man True und False reinschreiben und wenn man die Datei on dann an diesen Port API Licht Nummer 1 State das uploadet, die Datei, wo on drin true drin steht, dann geht das Licht an oder die Steckdose an und wenn ich da False reinschreibe, dann geht die Glühbirne aus oder und da gibt es halt noch jede Menge mehr so State-Zeug, manche können dann Farbe und dimmen und so Zeugs. Aber Interface ist relativ einfach. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und jetzt kommt da hoffentlich noch eine Restseite. Da fehlt was. Okay. Weiß nicht, wo das hin verschwindet. Das muss ich noch suchen für die endgültigen Folien. Wenn ich jetzt die Sensoren abfrage für jeden Einzelnen, dann dauert das ziemlich lange und sowohl der Webserver wie ich werden relativ wahnsinnig. Wenn ich alle Sensoren am Stück mache, habe ich immer noch nicht alles, was ich brauche und ich will auch die zentrale Config. Das ist relativ praktisch. Und da, wenn man das abfragt, dann kommt ziemlich viel Holz. Da kommen aber immer irgendwelche E-Tags, also jeder einzelne Sensor, ach, das kann man zeigen, was da dann rauskommt. Wenn ich so einen einzelnen Sensor abfrage, den Sensor Nummer 40, gib mir mal, dann kommt das als lesbares JSON bei raus. Da ist eine Config-Section, da steht drin, wie viel Battery noch drin ist. Bei irgendeinem Sensor kam sogar die Batteriespannung raus. Der ist jetzt 100%. Bei diesen Temperatursensoren geben sie an 2 Jahre und also ein paar von den Sensoren sind mit 95% Batteriekapazität geliefert worden und haben sich jetzt bei uns inzwischen auf 100% erhöht. Da kann man jetzt zugucken. Das läuft am Schluss in der Datenbank rein. Da kann ich mal in einem halben Jahr gucken und einen Knubplot machen oder was auch immer, wie langsam denn die Batterie leer läuft. Dann kann man mal planen, wann man Batterieaustausch macht. Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Und da steht jetzt zum Beispiel drin, das ist der Lumi Weather irgendwas Sensor und da kommt jetzt ein Datentelegramm die Temperatur und nicht klicken. Klicken ist bei einer Blättern. So, da kommt die Temperatur in Hundertstel Grad, das sind 22,10 Grad. Wenn man mehrere von den Dingern hat und noch ein sehr präzises Temperaturdatenlogger, stellen wir fest, die sind gar nicht schlecht, die geben 0,3 Grad Celsius an und das kriegen die ganz gut hin. Also das ist ziemlich wenig Streuung. Wenn man mehrere von denen hat, sind die sich ziemlich einer Meinung. Der Sensor 41 wäre dann das gleiche mit Luftfeuchtigkeit oder Sensor 42 wäre dann das gleiche mit Druck oder so. Aber die haben immer so eine Unique-ID, so eine MAC-Adresse und hinten noch eine Funktion. Das ist dann immer der gleiche MAC-Adressensensor und dann die Funktion 0402 ist Temperatur 0403, irgend so Zeugs. Da gibt es Zigbee-Standards für verschiedene Sensortypen. Und es kommt immer, das werden wir zeigen, ein sogenannter E-Tag für dieses eine Element und der soll sich dann immer dann ändern, wenn sich das Element ändert. Dann sieht man auch Last Seen, wenn das letzte Mal oder Last Updated übertragen wurde. Und so ein E-Tag gibt es auch für diesen kompletten Request, wenn ich also von irgendwie für die ganzen Lights am Stück, dann gibt er mir auch nochmal so ein E-Tag zurück und es gibt einen HTTP-Request, wo man sagen kann, if not seen oder if, ich hatte das in der Doku schon mal mit drin, da kann man halt sagen, mach da einen Request und wenn das der E-Tag ist, den ich vorher schon mal gekriegt habe, dann macht er nichts. Und dann geht es rattenschnell. Das heißt, ich nehme den E-Tag vom letzten Mal, kann die komplette Config abfragen, merkt mir den E-Tag, den ich bekommen habe. Beim nächsten Request sage ich einfach, das war der letzte, den ich gekriegt habe. Und wenn sich nichts getan hat und sich gar keinen Sensor, keine Daten geändert hat, dann macht es plopp und es kommt wieder zurück und sagt, okay, war nichts. Und damit kann ich wirklich im Sekundentakt pollen, ohne dass ich irgendwo CPU-Zeit verbrate und es kommt wieder was Neues, aber ich muss halt pollen. Aber das ist gar nicht so schlecht. Mit den paar Sensoren, die ich gezeigt habe, geht es super effizient mit, glaube ich, 3% CPU-Zeit auf dem Raspberry Pi und ganz wenig auf dem anderen Knoten, der das macht. Was im Raspberry Pi dann ins Skript läuft, ist es abgefragt, hat die Daten anfängt, in eine ASCII-Datei reinmacht. Das hat relativ gut getan und also wenn dann so Zahlen sind, wer Vorträge für mich schon mal gesehen hat, hey, Zahlen, dann braucht man Grafik, Harald braucht immer Grafik, das macht er mit Knoblot. Ich zeige jetzt hier, können wir vielleicht nachher eine Demo machen, vielleicht auch nicht. Einmal natürlich so Temperaturdiagramme, da gab es dann den Außensensor noch, den Kabel, das zum Fenster raushängt und einer an der Decke und irgendwie. Aber man kann auch andere Sachen plotten und was man hier jetzt mal sieht, das ist der Sensor sagt unterm, rückwärts,
hat unter anderem ein wichtiger Parameter reachable. Ob er jetzt, oder das macht natürlich nicht der Sensor, sondern mein Zentralknoten, ob er denn jetzt gerade erreichbar ist, ob er den beim letzten Mal gesehen hat oder wann das letzte Mal, irgendwann war dann auch last updated und last seen. Oder wie die sagen, weiß man, der reachable kann mal false werden. Und hier habe ich jetzt aufgetragen, unten diese Systemtestboxen, wann die mal nicht reachable sind. Einfach das reachable 01 geplottet. Und so ein bisschen verschoben, dass man sehen kann, ob der Systemtest 1 oder 2 jetzt erreichbar oder nicht erreichbar ist. Ah, da ist mal was passiert. Dazwischen drin sind die drei IKEA-Router, die ich brauche für die Verbindung. Also wenn die mal alle nicht da sind, dann komme ich auch nicht zu der Box. Und dann da oben die vier Glühbirnen, die auch mal ausfallen können. Und wenn man dann wissen möchte, warum jetzt die Systemtestbox mal nicht erreichbar war, kann man jetzt reinzoomen. Das ist jetzt so fast ein Monat oder sowas. Da kann man Knoblauch schön reinzoomen und gucken, wer fehlt zuerst aus und was ist da so passiert. Und solche Sachen sind auch wichtig und gehen natürlich total einfach mit Knoblauch, wenn man das ein bisschen kann. Solche Sachen brauche ich dann auch später wieder. Hier hinten sind jetzt plötzlich die ganzen Glühbirnen alle verschwunden. Das war der Zeitpunkt, wo unser Testnetz beendet wurde, zeige ich gleich, und erfolgreich durch ganz viele Router ersetzt wurde. Dann habe ich die Glühbirnen nicht mehr gebraucht, deswegen gibt es die jetzt nicht mehr. Und da gibt es dann noch Artefakte, die man in einer langen Diskussion machen will. Das hat einigermaßen getan, aber dieses ganze DE-Konst Dresden Elektronikzeug, das hat schon noch so seinen Schluck auf. Da fallen mal Router aus und sind über Stunden und Tage nicht erreichbar, bis man irgendwas gesettet oder sich auf die Füße wackelt. Nur neu starten hilft nicht. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Dann sind immer noch mal Timestamps. Obwohl sich was ändert, ist der Timestamp der gleiche. Oder diese Hashes ändern sich, obwohl die Daten gleich bleiben. Also so viel Kleinkram. Und ich war mir nicht so ganz sicher, wenn ich jetzt ein großes Netzwerk für das Gebäude machen möchte und dann doch viel Geld in die Hand nehmen, ja, also ganz viele Router, ganz viele Temperatursensoren. Es ist zwar unheimlich wenig Geld, wenn man guckt, was dieses Smart Home Zeug im Business-Gedöns alles kostet, aber da bin ich zu viel Schwabe zu sagen, hey, jetzt machen wir das mal im ganzen Gebäude. Ist auch Arbeitszeit, allein das vorzubereiten und zu installieren, um nachher festzustellen, tut nicht. Und wenn es tut, dann hilft es natürlich nichts, wenn der Harald Knoblauch machen kann und wieder rumtelefonieren muss. Im dritten Stock, im zweiten Flügel, da tut es nicht. Die Leute müssen das sehen können. Und Knoblauch im Webpage geht nicht. Rumgefragt und bei Michael Fach auch schon gesehen. Eine der Lösungen, die mir dann von anderen Kumpels empfohlen wurden, Grafana, so ein Grafik-Web-Gedöns, Dingsbums irgendwie und irgendwelche Datenbanken. Da hat mir dann InfluxDB empfohlen, das ist eine Zeitdatenbank, da kann man mit Timestamps Messwerte reinschmeißen, weil das ja geht ja um Zeit und Temperatur und sowas. Dann tatsächlich einen Abend hingesetzt, Grafana InfluxDB aufgesetzt, in das Influx mal irgendwelche Daten mit einem Shell-Skript reingeschmissen. Das ging überraschend, also Influx ging überraschend einfach und schön. Und kann auf meinem kleinen Rechner 160.000 Datenpunkte pro Sekunde in die Datenbank integrieren. Ziemlich cool. Mein Shell-Skript ist inzwischen deutlich langsamer geworden, zum das in eine ASCII-Datei reinmüllen. Und dann ist es ziemlich mühsam, beim ersten Mal so eine schöne Grafik-Grafana-Plot hinzukriegen. Also das hat tatsächlich einen ganzen Nachmittag zu zweit mit unserem Azubi gebraucht, um mal ein bisschen die Konzepte zu kriegen, irgendeine Linie zu bekommen. Also dann zeigt er entweder nur Punkte oder gar nichts oder gestrichelt. Das war ein bisschen gruselig, was noch viel komplizierter war. Also hier, was unten sieht man jetzt, zwei Messsensoren bei mir, mein Flügel, einer an der Decke, einer im Raum. Und wie ich das eben vorher mit meinem Knoblauch und dem Datenlogger auch gemacht habe, dann war die Idee einfach Differenzen bilden. Und immer wenn dann eben hier, da sieht man, das Gelbe ist die Raumtemperatur, da ist nicht so arg viel los, weil es draußen auch nicht so wahnsinnig heiß war. Und wenn dann die Kühlung anspringt, dann wird die Kühldecke kälter. Und dann sieht man den Bildern schon, hier kühlt es einigermaßen, da kühlt es ordentlich ein bisschen. Aber da es insgesamt im Raum nur 23 Grad hat, gibt es nicht viel zu kühlen. Das war halt noch in der Phase, wo nicht so richtig schlimm war. Und da oben, das ist dann so eine der ersten Master-Aktionen gewesen, denn die beiden Differenzen abziehen. Da liest man immer, dass man ganz oft geht gar nicht, weil Grafana nur darstellt. Und jetzt die Zeitpunkte von diesen Messungen unabhängig sind. Mein Datenlogger hat jede Sekunde von jedem Kanal gemessen. Das heißt, ich habe zu jeder Sekunde beide Temperaturen gehabt und konnte billig mit Knoblauch abziehen. Hier ist es, da wird um 15 Minuten 10 Sekunden, kriege ich mal hier einen Punkt, 15 Minuten 15 Sekunden, was anderes, da die passen nicht zusammen und das ist ein bisschen knifflig gewesen, aber der Azubi hat festgestellt, hey, es geht doch und dann misst, dann rechnet es mal ein bisschen falsch, also da bin ich noch nicht perfekt. Wer Grafana kann, darf sich nachher oder beim Grillen gerne melden, ich brauche da noch Hilfe, da hat es noch Artefakte, die das nicht gut machen. Aber das war so der Eyecatcher, wo ich dann gesagt habe, okay, das läuft jetzt auf meinen 2-Messkanalen mit dem Mininetz. Das heißt, wir können das machen, wir können eine Webseite aufbauen, wo das irgendwie geht. Da oben sieht man die Zahlen und das können wir jetzt für jeden Gebäudeflügel mal nur sowas hier machen. Kriegen wir hin. Und daraufhin das dann einmal kurz präsentiert, hieß so, kauf die Hardware, es ist überhaupt kein Geld machen.
nochmal, das ist das alte Netz gewesen, eben mit den drei Routern und ein paar Glühbirnen und was wir so im Fundus hatten. Und dann haben wir ein bisschen Hardware gekauft. Und jetzt sieht das momentan so aus. Das sind jetzt, hier sieht man unsere drei Gebäudeflügel, links, Mitte, rechts und fünf Stockwerke, Erdgeschoss, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Stockwerk. Wieder IKI, in jedem Stockwerk gibt es jetzt zwei Router. Weil ich schon gemerkt habe, aus den Vorexperimenten, die vielen Glühbirnen, die ich gebraucht habe, um nur einmal durch das Stock und durch die Gebäudeflügel ein Stockwerk zu kommen, nicht so ganz einfach. Deswegen gibt es für die langen Bürotrakte links und rechts, das Gebäude sieht wie ein H aus. Also hat zwei lange Trakte außen, damit ein Verbindungsflügel mit Treppenhaus, Lift, Support und Laboren und sowas. Deswegen gibt es in jedem langen Flügel zwei Router im hinteren und vorderen Teil. Im mittleren Teil und Aufzug gibt es auch irgendwie was, was die verbindet und dann rechnen dann nochmal. Und da sind dann jede Menge Temperaturensensoren angeschlossen. Die kommen immer so in Päckchen von zwei. Der untere ist immer der Raumsensor und der obere ist der, der dazu an der Decke klebt, um mal so diese Differenzen oder einfach gucken, wie warm ist im Raum, was macht denn die Deckenschaltung und sowas. Ein bisschen weiter draußen, da habe ich noch zwei Outdoor- oder Out-Window-Sensoren, aber am einen Ende vom Gebäude, am anderen Ende vom Gebäude habe ich mal zwei in einem Plastiktütchen mit Tesafilm ans Fenster außen hingeklebt. Das sind meine Außensensoren, damit ich einfach die Außentemperatur kriege. Einer von den beiden ist immer im Schatten. Die sind so angebracht, dass sie so ein bisschen Nordost, Nordwest. Einer kriegt Morgensonne, einer kriegt Abendsonne, aber einer von beiden ist immer einer, der im Schatten liegt. Ja, und hier drüben irgendwo sind auch meine Systemtestboxen. Hilfe, die müssen in 2A. 2A ist hier, hier. Zwei Router und nochmal zwei gelb, das sind die beiden meine Systemtest-PCs, die man auch ein- und ausschalten kann. Jetzt haben wir Stücken 30 Router, 40 Temperatursensoren dazu gekauft und die dann alle verteilt. Wenn man die neu ins Netz bringt, sieht es leider nicht so schön aus in der tollen GUI-Software von DE-Cons. Die werden auf einen ziemlich kleinen Haufen draufgemüllt, wenn man was Neues macht, dann schmeißt er das in die Mitte rein und das ist total konfus. Man ist dann erstmal stundenlang mit der Maus beschäftigt, Dinge erstmal aufzuräumen, zu sortieren, die Nummern zu finden und dann habe ich denen jetzt alle irgendwelche durchlaufenden Nümmerchen gegeben, weil beim ins Netz bringen muss man ja schon mal wissen, welcher Sensor ist nachher welcher. Da ich aber noch gar nicht weiß, wo und wie ich die im Haus verteilt haben wollte, habe ich es halt durchnummeriert. Jetzt haben die blöde Nummern, das heißt dann natürlich nicht Erdgeschoss linker Flügel, Erdgeschoss rechter Flügel. Muss man überlegen, ob man die dann später mal noch umbenamst. Aber das ist das Netz. Da sitzt im Stockwerk 1C eigentlich, also ihr könnt hier unten dazu, merkt man die ganzen Temperatursensoren und so. Das ist mein Raspberry Pi, der das alles steuert, der halt hier in dem Umfeld sitzt. Und es tut. Tatsächlich eingeschickt, bis auf ganz wenige Sachen, hat das Netz erstmal getan. Und damit haben wir jetzt, waren ja die Webseiten so ein bisschen vorbereitet, war es dann durch ein bisschen Duplizieren, Kopieren und ganz viel Frickeln und Fluchen, dann möglich, dass wir die erste offizielle Testseite dann, also letzte Woche Donnerstag und Freitag, habe ich ein Donnerstag die Router installiert, in den ganzen Tagen geguckt, dass die sich dann wirklich alle sehen und nochmal, oder am Freitag dann an fast alle Räume und Decken die Temperatursensoren verteilt. Das ist so ein, die dann eingetragen und mal in Gebäudepläne eingetragen, dass ich die auch wiederfinde, weil einer von den Routern in der Frühphase, der ist mal im Gebäude abhanden gekommen, da wissen der Azubi leider nicht mehr, hinter welchem Stock, in welcher Steckdose der mal verschwunden ist, der wird noch gesucht. Die neuen haben jetzt eine E-Mail-Adresse und ein Bosch-Logo aufgedruckt, auch für diese Hausbegehung, dass man sieht, das ist offiziell und wer Fragen hat, darf gerne Fragen an mich per E-Mail beantworten. Das andere Zeug ist unkritisch, aber so Funksteckdosen, könnte ja mal so eine Sniffing-App von irgendwas drin sein, dass jemand versucht, unser WLAN abzuhören, unsere Tastaturen, das ist so Industriespionage, gibt es ja auch überall, wenn da plötzlich komische Hardware rumsteckt, fand es gut, dass da jemand nachgefragt hat, dass auf sowas Auge ist. Also das ist jetzt so die erste Seite gewesen, die es dann am Dienstag dieser Woche gab und sagen, das ist da das Public Opening und dann gab es jetzt eben eine Seite für die Kühldecken. Man sieht pro Stockwerk, vierter Stock, dritter Stock, Geflügel 1, 2, 3, so viel wie schon da ist. Und habe dann tatsächlich auch gefunden, wie man die dann ab 25 Grad rot einfährt. Ah, das sind 25 Grad. Und da kann man dann wieder so Grafiken einblenden. Das zeigt es jetzt die letzten 7 Tage in der Grafik an. Da sieht man noch den Zulauf vom Kühlaggregat auf dem Dach. Da merkt man jetzt, das liefert jetzt seit 5 Tagen. Konstant 12,8 Grad, vorher war es wieder mal eine Woche oder zwei kaputt, aber wir können jetzt sehen, wenn das Aggregat auf dem Dach ganz ausfällt. Wir können jetzt sehen, wenn manche Kühldecken wärmer sind wie die anderen. Das kann durchaus daran liegen, dass hier die Kollegen das Fenster aufgemacht haben und von draußen halt 32 Grad reinkommen, dann hat die Decke auch keine Chance. Kann aber auch daran liegen, dass sie das Fenster zu haben und die Decke wieder gar nicht mehr kühlt. Also hier merkt man sehr homogen, keine Decke ist unter 22, knapp 23 Grad.
Das heißt, so arg doll kühlt es nicht, was ja nicht schlimm ist. Wenn da das Büro 24 Grad hat, ist es super angenehm, dann frieren noch nicht arg viele Kolleginnen. Das ist gut, aber da merkt man halt, da haben wir Probleme. Und das ist genau der Plan gewesen, dass man zumindest pro Stockwerk, pro Gebäude Halbflügel und sowas dann merken kann, weil es ganz viele so Kreisläufe gibt. Das gleiche Bild gibt es auch für die Raumtemperaturen. Beides zusammen waren wir schon ein bisschen zu viel Zahlen und Bildchen auf einmal. Wie das jetzt alles präsentiert und gehandhabt wird, ist tatsächlich jetzt eine der nächsten Dinge. Aber das wurde erstmal ganz gut angenommen, kann man gucken. Und seit Dienstag, seit das Zeug läuft, ist zumindest das Kühlaggregat nicht mehr ausgefallen. Große Überraschung. Kaum guckt man drauf, schon tut's. Irgend so eine Heisenberg-Kühlung oder eine Schrödinger-Kühlung. Aber und da kann man jetzt sagen, naja, okay, das ist ein bisschen rot. Irgendwie, da kann man jetzt gucken, ist da wirklich was ausgefallen? Das kann man so natürlich erstmal nicht entscheiden. Man darf auch die Luftfeuchtigkeit abfragen. Hab das bei mir immer am Schreibtisch schon angeguckt mit diesem ganz normalen Bluetooth-Dingens. Für mein persönliches Wohlempfinden, und ich bin da relativ empfindlich, hat die Luft, das bisschen Luftfeuchtigkeitsänderung meistens nicht so arg. Wenn 60% Luftfeuchtigkeit und mal über 25, 26 Grad ist, fühlt sich das für mich wirklich stickig an. Aber auch wenn es sich gut anfühlt, dann sind wir immer noch über 50 Grad. Ja, wenn ich sitz hier drüben und das war eigentlich Wohlfühltemperatur, einfach weil die Temperatur nicht so richtig heiß war. Mal gucken. Ja, hier Raum und Decke sind 23 Grad. Bei 60% Luftfeuchtigkeit, Harald fühlt sich wohl. Aber jetzt haben wir da Daten, kann man mit spielen und gucken. Also das war ziemlich cool. Und dann kann man halt so ein paar andere Sachen machen. Das ist jetzt mein Außentemperaturding. Da hatte ich halt früher bei mir immer an der Scheibe kleben. Da kommt morgens die Sonne rein. Und immer morgens um 8 geht es mal schwupp auf 35 und mehr Grad. Jetzt sind es nur 35 Grad, weil es halt kurz mal auch unsere Jalousienregelung wieder geht. Dann gehen nachts die Jalousien runter. Und wenn nicht gerade viel Sturm ist, dann sind die Jalousien auch unten, wenn die Sonne kommt. Dann ist es nur durch die Jalousien ein bisschen abgeschattet. Jetzt habe ich eben an der anderen Gebäudefläche noch einen zweiten dazugeklebt, den gelben, der kriegt Nachmittagssonne, da geht es dann mal auch kurz auf 45, 50 Grad hoch, das war noch am Freitag, glaube ich. Aber wenn man das Minimum von den beiden nimmt hier oben, dann hat man ein relativ gutes Dingens, weil einer von beiden ist ein Schatten, dann hat man die Lufttemperatur und kann dann hier einfach den letzten Wert anzeigen und dann so Outdoor-Zeuge, einfach so Diagramme gemacht zum Gucken und das ist das Outdoor, was sonst geht. Dann habe ich für den Kollegen, der die Steckdosen braucht, noch kurz, weil da ist gerade mal wieder gewesen. Oh, wer hat denn meine, er wollte gerade ausschalten und es hat nicht ausgeschaltet. Dieses gleiche Knoblauch-Überwachungsding war kurz gemacht und einfach auf das Zeitdiagramm diesen Reachable-Wert gelegt, einmal hier oben. Und da sieht man, kann man jetzt dann wieder reinzoomen. Das sind jetzt auch wieder die letzten 30 Tage. Da kann man immer wieder Maus reinzoomen oder das da oben einstellen. Das kann sich jede Minute updaten und so. Das ist eigentlich schon gar nicht so schlecht für einfach zugucken und bunt Grafik monitoren. Da kann man hier reinzoomen, kann genau gucken, an den beiden gelben Peaks hier unten, dann kann man gucken, wann der PC war jetzt hier von 13 Uhr ein bisschen bis 13.20 Uhr ausgeschalten. Der grüne PC lief durch und da war noch ein zweites Mal ausschalten. Das heißt, man kann dann wirklich gucken, wann warten das. Oder wenn der PC mal ein Reset gemacht hat, kann man auch denke ich, gucken, hat jemand ausgeschalten oder ist es sonst was. Also solche Sachen gehen auch. Und ja, das ist aktueller Stand. Stand Donnerstag ungefähr. Die Systemtest-Anguckseite kam am Donnerstag dazu. Jetzt gibt es noch so ein paar Pläne, was man noch Schönes machen kann. Also erstens mal überhaupt die Klimaanlage überwachen jetzt gezielt, weil unsere Kühltechnik, wie ich jetzt die letzten Tage eben auch gelernt habe, von drei Firmen geserviced wird. Also es ist nicht mal nur, dass wir den Vermieter und irgendeine Technikfirma im Boot haben, sondern die Firma, die das alles aufgebaut hat, die Firma, die dann, wenn das Aggregat gar nicht tut, dafür den Service machen muss. Und dann da zum Teil auch, das sind zwei Aggregate drin, die redundant laufen, die dann mal auch beide ausfallen, redundant ausfallen, wie sich das so gehört, und den Service dafür machen müssen. Und dann gibt es noch eine dritte Firma, die diese Kühldecken gemacht hat und die Ventile und die Steuerung für das Zeugs, weil da sind immer so kleine Controller, die in der Decke verbaut sind und ganz viele Ventile, die gucken auf die Raumtemperatur und dieses Feuchtigkeitsdingens, das scheint nochmal entweder gar nicht über die Rechner zu gehen. Man weiß da wenig drüber, wir haben noch keine Schaltpläne. Die machen das lokal, die sind so über einen Feldbus gekoppelt. Der Feldbus geht aber nirgends hin, weil da den Controller und den PC, mit dem man das angucken, steuern, programmieren könnte, den hat leider die Firma nicht mitgekauft. Das kostet ja Geld, das braucht ja keiner. Das heißt, man muss jetzt wirklich so die Abhänge decken oder die Deckenelemente abheben und mit der Taschenlampe reinleuchten, um zu gucken, ob so ein Ventil auf oder zu ist. Und pro Gebäudeflügel, muss ich feststellen, sind es eher 30 bis 40 Ventile. Deswegen können auch mal so einzelne Paneele ausfallen und keiner weiß, was und wo. Also ganz viel zu Zeugs. Aber und was uns noch fehlt, ist, wir haben, ich glaube, 22 Besprechungsräume, 22 ungefähr. Jeder Besprechungsraum ist auf jeden Fall ein eigener Kühlkreislauf. Das heißt, wenn wir die alle auch gucken wollen, welcher Besprechungsraum tut und tut gerade kühlen und tut nicht, müssten wir nochmal
20 Sensorpaare oder wenn sie 20 Deckensensor brauchen, jetzt sind wir 30 Sensoren im Betrieb. Das kann schon noch allein für die Temperaturthematik mehr werden. Ein Thema, das bei uns völlig unabhängig und auch unabhängig für dieses Projekt zuerst aufkam, war, die 22 Besprechungsräume waren schon immer sehr knapp in verschiedenen Größen und oft braucht man mal geschwind was spontan. Die sind auch alle ausgestattet mit Sachen für Videokonferenzen. Und jetzt brauche ich mal geschwind für eine halbe Stunde einen Raum oder auch um ein vertrauliches Gespräch zu führen. Wo kann ich denn hin? Und wenn man dann im Outlook guckt, dann sind die mal alle gebucht und irgendwie. Aber oft fällt man eine Meeting aus oder ist schon länger aus, wie kriegt man möglichst bequem und schnell raus, wo ist ein freier Besprechungsraum? Und da war dann so die Idee, dann kann man ja Türschließkontakte irgendwie machen und vielleicht so einen Bewegungsmelder reinmachen. Ein Kollege hat sich überlegt, und wo ich das gehört habe, der plant zwar, habe ich gedacht, oh toll, wie machst du das? Mit welchem Netzwerk vernetzt du die? Dann hänge ich meine Temperaturensensoren und dann gesagt, ja, weiß auch noch nicht. Jetzt habe ich das Temperaturnetzwerk und Zigbee und jetzt ist natürlich die nächste Idee, tatsächlich auch so ein Monitoring für Belegungen von Besprechungsräumen zu machen. Deswegen haben wir auch schon ein paar von diesen Bewegungsmeldern gekauft, um mal zu gucken, wie verhalten die sich denn, wie fein reicht einer, den man in so einen Raum reinmacht, einfach zum Gucken, leben die noch, wenn sich 5 Minuten lang nichts bewegt hat, dann kann man mal vielleicht irgendeine Webampel auf grün machen, dann lohnt sich es, zu dem Besprechungsraum hinzulaufen, weil in manchen Besprechungsraum sind so viele Leute drin, auch in Nicht-Corona-Zeiten, dass man die Tür aufmachen musste, damit man nicht erstickt. Also auch Innenbesprechungsräume ganz ohne Fenster sind. Und wenn man zu vielen in so einem Raum ist, dann lässt man halt gerne die Türe auf, wenn es irgendwie geht. Das heißt, Tür auf ist nicht unbedingt ein Kriterium. Oder man macht die Tür wieder zu, wenn die Besprechung zu Ende ist und damit ja nicht gelüftet wird. Und deswegen ist Bewegungsmelder vielleicht ganz geschickt. Und dann ist bei uns immer das Problem, wir haben zwar viele tolle Fenster, die sich auch super öffnen lassen fürs Lüften, das ist schon gut. In meiner letzten Firma hatten wir Fenster, die sich nur unten einen Spalt aufmachen ließen und dann die oberen 2 Meter des Raums gar nicht gelüftet haben. Das war eine Wärmefalle erster Güte. Dann konnte man einfach nicht lüften, weil kein Fenster aufging und es keine aktive Kühlung gab. Das haben sie gut gemacht. Das Problem ist, man sollte abends die Fenster zumachen, speziell im Erdgeschoss. Das hat der Sicherheitsdienst gar nicht gern, wenn die offen sind. Und es sind immer Doppelfensterflügel, das heißt, man muss dann den linken Teil verriegeln, bevor man den rechts zumacht, sonst sieht das Fenster wie zu aus. Man kann es aufdrücken, was auch schon bei Stürmen in den oberen Stockwerken passiert ist. Wenn ein Gewittersturm kommt, dann haut es die Fenster auf und der Regen macht sich breit. Das sind alles außer Themen, die immer wieder mal mit Rundmails begegnet. Macht die Fenster zu. Mit dem kleinen Türschließ-Dingsbums können wir jetzt an jedes Fenster so einen Türschließer hinmachen, die eigentlich erstmal gedacht waren für die Besprechungsraumtüren. Und dann könnte man rauskriegen, welches Fenster ist auf und welches ist zu. Dann kann man abends nochmal auf so eine Webseite gucken, ist in meinem Stockwerk noch irgendein Fenster auf rot, dann gehe ich da hin. Und mit ein bisschen Trick kann man diesen roten Hebel, dann kann man das Magnetchen genau an diesen roten Hebel machen, den man hoch oder runter macht, so um die eine Fensterflügelhälfte verriegeln und den Empfänger an das zweite Fenster, den zweiten Fensterflügel, sodass der nur sagt, ich bin geschlossen, wenn das Fenster komplett zu ist und der Riegel in der richtigen Position. Das heißt, das Fenster ist wirklich zu und es kann auch nicht aufgedrückt werden. Auch ganz nette Idee, muss man mal drüber reden, wie wichtig das ist. Ich meine, die sind nicht so ganz, die kosten auch allein um 15 Euro in Deutschland. Wir haben pro Stockwerk 42 Fenster, habe ich im Grundriss mal durchgezählt. Das heißt, schon untenrum 42 mal 15 Euro ist ganz schön. Lohnt sich vielleicht in China zu kaufen. Sagen wir mal, 40 Fenster pro Stockwerk, wenn man alle Fenster auch gegen Gewitter und Aufdrücken durch Wind und so was schützen möchte. 40 mal 5 sind 200. Das ist die maximale Anzahl von Knoten, die dieses DE-Cons, USB-Stick, sonst irgendwas steht in der Startpage irgendwo auch drin. Mal gucken, wie sich das am Anfang meldet. So. Ja, und dann ist die spannende Frage, dann habe ich auf jeden Fall mehr als diese 200 Knoten. Na, Escape, ups. Na, ich würde gerne meine ganzen Folien nochmal sehen. Genau, wie viele Folien hast du noch? Das war eigentlich die letzte hier schon. Also da kann man jetzt noch über die Zukunft. Ich bin schon bei der Zukunft. Okay. Wollte nur einmal ganz kurz zurückblättern und dann gibt es dann auch gleich Grillen und Schnitzel weg. Wenn ihr das startet, dann steht irgendwo drin, bla bla bla, 200 Nodes. Ich habe noch keine Zeit gehabt, die mal anzurufen und fragen, wenn wir wirklich alle Fenster sichern wollten, wie kriegen wir denn überhaupt ein Netzwerk mit 200 Knoten ohne Router hin? Oder müssen wir dann 3 Netzwerke für 3 Flügel machen? Und das wird dann sicher auch nochmal spannend. Oder reicht uns das, das im Erdgeschoss erstmal machen? Ich sehe es nicht, was, oder? Doch, das hier was. Hier, da DE-Cons irgendwas. Und da wird auch immer schön gemeldet, dass das die Node-Limit 200, maximal 200. Ob ich mir dann noch mehr Nodes einkaufen kann, ich habe keine Ahnung. Das ist nicht meine größte Sorge gerade. Also das tut alles mal so ein bisschen seit 2 Tagen.
Habe auch schon festgestellt, ab und zu fällt dann doch mal wieder ein Temperatursensor aus, den man wieder aufs Knöpfchen drücken muss. Also das tut 90% stabil. Und der Rest muss man gucken. Also was ich durch diesen Vortrag eben jetzt im Atlanta Linux, Atlanta Open Source Summit von der Katie irgendwo gehört habe, dass dieses Mozilla WebThings Gateway auch unseren USB-Stick unterstützt. Und sie hat der Vortrag lohnt sich zum Angucken. Das ist einfach irre, was die macht mit Musik und Blub und Erdbebenwarnung und Schlag mich tot. Und hat eben auch diesen Konbi-Stick dann gekauft, weil sie gemerkt hat, die anderen können nicht so viel Knoten und Zeugs und die hat einen Haufen Scheiße im Haus. Und macht das mit dem Mozilla WebThings-Ding, dann habe ich das einmal probiert. Ja, und ich habe dir auch deine Mail geschickt und gesagt, it's completely easy und tut einfach. Das hat auch der Michael vorher von seinem Zeug behauptet. Ich habe das ziemlich lange probiert und ich habe es nicht ans Laufen gekriegt. Der erste Trick war tatsächlich dieses Mozilla WebThings. Da gibt es natürlich wieder ein SD-Karten-Image, das da ich verwenden möchte, weil ich im Homeoffice bin und der Raspberry Pi woanders ist und da soll ja auch das andere Zeug weiter machen. Aber da halt gibt ein Debian-Package drauf machen, starten, tut fast alles, aber findet mein USB-Stick nicht. Bis ich dann mal unser Azubi entdeckt hat, da gibt es Plugins. Und das allerletzte Plugin unter Z unter ganz, ganz vielen ist das Zigbee-Plugin, das man extra installieren muss. Oder? Da heißt es, glaube ich, ein Add-on. Add-ons kann man nicht installieren, hat sich dann herausgestellt, weil dieses ganze Mozilla-Framework mit allem Node.js keine HTTP-Proxys unterstützt. Und in unserem Firmennetzwerk komme ich ohne einen Webproxy nicht raus. Es gibt keinen Support dafür, steht nirgends. Also es gibt ganz, ganz viel Code dafür und ganz viele Sachen in der Doku, wie man die zu konfigurieren zu machen hat. Keiner von denen ist wirklich implementiert und aktiv, es geht nicht. Und man könnte das Plugin von Hand runterladen, es gibt null Dokumentation, wie man das Plugin denn manuell installieren könnte. Da habe ich dann aber auf GitHub Fragen gestellt und bin super schnell beantwortet und geholfen worden. Und dann hatte ich das Plugin drin und habe das gestartet, hat sofort meinen Konbi-Stick entdeckt und kann ich. Und dann gab es sofort im Log irgendwo eine riesen Error-Meldung von wegen Protokoll-Error und Node.js-Fehler und irgendwas. Den haben sie mir dann auch sofort beantwortet. Und dann hat es tatsächlich mit den gleichen Network-IDs und sowas genau einen einzigen Router entdeckt und noch ein paar Fehler in Logs. Also das ist so die Idee, dieses Framework für euch zu nutzen, das gleiche nochmal aufziehen, eben jetzt ohne Konbi, dann, weil da gehen viele andere Sachen und da können vielleicht noch mehr Leute mitmachen, da wäre Grafik drin. Vielleicht bleibe ich von Hand machen mit Rest und muss mal gucken. Und dann ist eben auch die Frage, was kann man noch alles machen? Jetzt seit der Veröffentlichung am Dienstag halt auch so, da kamen dann schon ganz viele völlig andere Ideen auch für interne Sensoren und sowas. Und gesagt, das könnten wir ja für die Abteilung und das und irgendwie nutzen. Ich habe schon einen Mitstreiter, Mitkollegen gefunden, der sich aus reiner Neugier auch mal das Grafana anguckt. Ich habe schon eine Frageliste, was alles nicht so richtig geht, was total gruselig ist, was zum Teil falsch dargestellt wird. Mal gucken, wie die Infrastruktur ist. Das ist ein ganz junges Pflänzchen jetzt für so groß und anders. Und mit der Zeit kann da vielleicht auch wieder so ein bisschen Aktorik sein. Ja, wenn ein Fenster offen ist, dann geht automatisch eine rote Lampe an am Ausgang oder es wird eine Mail verschickt und alles so Sachen, die sonst die Smart Home Officer auch machen. Also Mails hat mein Knoblot-Skript vor 1,5 Jahren mit dem Datenlogger auch schon gemacht. Ja, da läuft ein Linux-Skript drauf von Cronshop und irgendwie. Und morgens hat er dann immer der Klimafirma mal ein PDF mit dem letzten Tag geschickt. Das hat dann aber auch keinen interessiert. Ich habe jedes Mal eine Mail gekriegt, wenn meine Decken- und Raumtemperaturdifferenz unter 2 Grad ging, weil wenn die Kühlung richtig gut lief, dann waren es immer über 2 Grad. Und immer wenn es unter 2 Grad ging, hat Harald eine Mail gekriegt, Klimaanlage aus und wenn es über 2 Grad ging, ging wieder Klimaanlage an. Manchmal habe ich ganz, ganz viele Mails pro Stunde gekriegt. Solche Sachen kommen dann vielleicht auch mal oder noch der rote Klimaanlage. Mal gucken, es war beeindruckend, wie gut eigentlich im Groben alles geht und wie schön auch dieses billige Home-Zeugs dann doch tut. Im Detail wird es uns sicher noch ein Stück Arbeit machen, aber ich fand es jetzt mal ein ganz nettes Projekt. Jetzt ist gerade die ganze Stunde um, es hat doch nicht mal jemand eine Frage gestellt. Ich habe nur einen Kopfhörer. Aber jetzt ist erstmal die offizielle Zeit um. Und jetzt mal gucken, wann sie uns das Licht ausmachen oder wo schicken wir Mails. Ich würde 1-2 Fragen gerne beantworten. Okay. Ansonsten würde ich auf das Social Event verweisen, wo man gerne weiter. Public Chat sagt auch 5, wenn wir gerade reingucken.
Also ich poste auch gleich den Link zum Social Event, ansonsten ist er auch gerade auf live.de zu finden, slash Events. Kommt eine Frage über CO2-Sensoren gleich beantworten. Ja, weil die ist gerade in der Presse, CO2-Sensoren für, wir lüften die Schule, auch unsere eigenen Büroräume haben da ein Problem mit. Ja, wird gerade drüber nachgedacht. Wir haben eigene Gassensoren, die nach meinem Kenntnisstand bis vorgestern kein CO2 messen konnten. Ich wurde gestern eines anderen belegt, wir können auch CO2. Und vielleicht gibt es sogar demnächst einen ganz schnuckelig kleinen Mikrocontroller, irgendwas, der schon Zigbee kann und der unseren Gassensor kann. Und der nur noch eine Akkusteuerung und ein bisschen Zigbee-Firma braucht, hat mir der Kollege erklärt. Und ab Oktober haben sie einen Studenten, der mit dem Controller alles machen soll. Na, dann lass den Studenten erstmal Zigbee machen. Ich bin sehr gespannt. Also da kann vielleicht doch bald was kommen. Ich habe leider noch keine gefunden, die man einfach kaufen und machen kann. Erstmal im Wald anlernen. Im Wald anlernen? Anlernen, es ging darum, was du erzählt hattest eben als Kommentar. Der Gast Quax hat eine Frage. Ja, hallo Harald. Ich wollte fragen, wäre es nicht vielleicht schick, den Taupunkt statt der Luftfeuchte reinzunehmen, damit man den Wohlfühlpunkt... Es wäre so total geschickt. Es ist noch nicht mal klar, ob dieser Sensor irgendwas auslässt. Das ist ein mechanisches Element, wurde mir gesagt. Ich habe noch kein Bild und nichts gesehen, das aufquillt und irgendeinen Knopf drückt, eventuell das Ventil direkt zumacht. Es ist völlig mysteriös und diese ganzen Klimatechniker, da waren alle drei schon da, können einem nicht erklären, was passiert und was die Mikrocontroller machen. Und wie gesagt, da kann auch keiner reingucken. Man muss sich an diesen Bus anklemmen. Da gibt es nur einen Programmierer, der das in LOM, L-O-M, ein Fieldbus aus Amerika, der mal für Hotels vorgesehen war und den heute auch keiner mehr macht und spricht. Und die haben noch einen, der dann da drin rumprogrammieren kann, um Werte auszulesen oder dann in der Zentrale gucken könnte durch Programmieren, welches Ventil aus ist. Ich werde das weiter betreiben und ich habe gebeten, mal ein Bild von einem Taupunktsensor zu machen. Ich glaube nicht, dass wir da Input kriegen, aber ich will einfach nur, ich wäre ja schon glücklich, ich wüsste, ob das Ventil auf oder zu ist und das wäre auch noch sehr weit entfernt. Weil ist nicht unseres. Wir können dann, ich darf die Decke nicht aufmachen, wir kommen da nicht hin, wir haben keinen Zugriff auf den Bus. Wir sind zur Miete und wir kleben halt Sachen hin, die wir wegmachen können. Ja. Das ist netter Mieter und aber wir können jetzt kompetent Requests an unsere Vermietung stellen und sagen, in dem Gebäudeflügel tut nichts, mach mal. Und ja, wir können nicht nur sagen, tut nicht und können sagen, oben auf dem Dach ist Aggregat ist kaputt, ein Gebäudeflügel ist aus, einzelne Paneele sind aus, ein Besprechungsraum ist bei 30 Grad am Durchglühen. Da sind wir jetzt schon in einer besseren Situation und die sind alle auch kooperativ, das nicht, aber ja, jeder hat es auf den anderen geschoben, wo die Dame gesagt, mein Aggregat läuft, um festzustellen, oh nein, da kommen 26 Grad aus der Kühlleitung und dann hat er gesagt, meine Ventile sind alle offen, bis sie die Taschen dann mitgenommen haben. Schwierig. Aber da kommen wir jetzt langsam zusammen, weil das Problem dokumentiert und gezeigt werden kann. Und die letzten zwei Tage im Büro war das Klima sehr gut. Okay. Gibt es weitere Fragen? Eine letzte wichtige Frage. Genau. Ich würde noch eine Frage zulassen. Wer hat denn schon mal Grafana gemacht? Wer möchte mithelfen? Du kannst auch eine Umfrage machen, wenn du magst, aber das ist jetzt in drei Minuten echt... Ich habe das am Anfang mal geguckt, dann muss ich ja den muss ich dann outen. Grafana, also A, B hier. Selbst, Push. Also A ist Grafana, dann... A mit Grafana und B kein Grafana. zwei... Schickt mir eure Mails. Also ist es halt, wie gesagt, das war, ob das jetzt Grafana ist, ist mir so juck, wenn das mit dem Mozilla Webthings geht. Ich habe halt dann schnell was gebraucht, um diese Werbeseite machen zu können und sagen, hey, das könnte gehen. Und einfach um zu zeigen, da hat dann jeder was von. Jetzt können die Leute drauf gucken und können auch sehen, vielleicht, das muss ich jetzt die nächsten Wochen üben, wenn die Raumtemperatur so ist, dass man in dem Flügel wirklich mal guckt, ob alle Fenster offen sind, ja. Und wenn die Fenster dann nicht offen sind, sich auch beschwert, solche so Zeugs. Also ist ein zu junges Pflänzchen, um zu gucken, was geht. Aber die erste Resonanz war irre positiv. Und eben auch gleich so Fragen, was man noch alles machen kann mit CO2-Sensor, mit diesem und jenem und noch unabhängig und noch ganz andere Sachen für Internas, die mal lustig sein können für Entwicklungsabteilung. Mal gucken.